Hallo, ich bin Susanne Dorendorf. Ich bin Schulschrift-Sachverständige und ich möchte heute das Prinzip der Anlauttabelle erklären. Das heißt, die Stärken und Schwächen dieses Lehrhilfsmittel oder Lernhilfsmittel deutlich zu machen. Das Prinzip der Anlauttabelle basiert auf der Vorstellung, also nicht auf wissenschaftlichen Studien, sondern nur auf der Vorstellung, dass Kinder sich das Alphabet, das ja Voraussetzung ist, um schreiben zu können, also das heißt, dass Kinder sich das Alphabet und das Schreiben selbst erschließen können, also ohne jede pädagogische Hilfe. Oder vielleicht hier und da eine kleine Anleitung, aber vom Grundgedanken her ist es so angelegt, dass die Kinder sich das Alphabet selbst erschließen können. Ich habe hier ein Poster angebracht, in dem da sehen Sie eine Buchstabentabelle, die nach dem Prinzip der Anlauttabelle zusammengestellt ist. Also Buchstabentabelle aus dem Grunde, weil es hier in einem Alphabet angelegt wurde, in der Reihenfolge des Alphabets angelegt wird, was bei der Urform dieser Geschichte aus den 80er Jahren nicht der Fall war. Da war die Anlauttabelle angelegt in so einem umgekehrten U. Und es gibt sie auch noch diese Tabelle gibt es auch als angelegt als Kreis. So, und was ist neben den Buchstaben jetzt in diesem Kreis, dem U, und diesem Poster noch zu sehen? Und warum heißt das überhaupt Anlauttabelle? Sie sehen hier das große A, das kleine A und in der Mitte eine Figur. Und zwar ist das hier, weil es das A ist, ein Apfel. Ein Apfel. Es ist kein A-pfel, sondern ein Apfel. Der zweite Buchstabe zeigt hier einen Baum. Ich hätte möglicherweise gedacht, der zweite Buchstabe wäre ja prima so als Birne. Aber nein, es ist hier ein Baum gewählt worden, möglicherweise ein Apfelbaum. Aber das ist egal. Hier jedenfalls sehen Sie das große B und das kleine B und das Wort Baum. Und Sie sehen schon, es geht hier immer um, dass die Kinder müssen sich zunächst die Figur erschließen. Also es funktioniert folgendermaßen: Die Kinder möchten ein Wort schreiben und suchen sich den ersten Buchstaben. Also wenn sie zum Beispiel das Wort Baum schreiben wollen, suchen sie ein Wort mit B und das können sie dann aufschreiben. Also da schreiben sie dann diese Form des Buchstabens, deshalb eben Druckschrift, diese Form des Buchstabens ab. Das Ganze bricht in dem Moment in sich zusammen, in dem es darum geht, dass A, B, C, wie wir das Alphabet ja auch gerne nennen, uns erarbeiten wollen, also die Kinder sich das C erschließen wollen, dort einen Computer sehen. Und hier ist das, ich zeige das jetzt gleich nochmal, das werde ich in einem späteren Video nochmal genauer erklären. Das C wird auch gerne in Verbindung mit einem Clown gezeigt. Hier auch der Computer. Sie sehen, das Problem ist, das C wird lautiert mit K oder Kz oder Sch, aber so gut wie nie mit einem C. Das Kind, das den Clown gesehen hat, erkennt das C und liest Zloven. Also dieses hier wäre das C und liest dann, es lernt ja Deutsch, hat hier aber ein englisch-amerikanisches Wort zur Verfügung bekommen, das von dem es eigentlich ja weiß, dass diese Figur kein Zloven, sondern ein Clown ist. Mit diesem Wort Clown ist natürlich nicht das Wort Clown, dieser hier oben gemeint, und auch nicht der Klon, die Zwillingsfigur, hätte ich beinahe gesagt, die verdoppelte Figur irgendeines Tieres oder eines Lebewesens,
sondern das Klauen des Taschengeldes oder was ich was, der Zigarette oder sowas. Ich keine Ahnung, was Kinder so klauen oder Erwachsene klauen natürlich auch. So, da haben wir das Problem schon ganz offensichtlich. Noch offensichtlicher, Sie kennen das alle, dieses Wort aus den Medien, es ist hin und her benutzt worden. Es ist nicht der Muttertag, es ist der Vatertag. So, und jetzt werden wir mal eine ganz kurze Probe aufs Exempel machen. Wir erarbeiten uns das Wort Ente. Quack, 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 quack. Achso, das Kuh haben wir ja nicht. Na gut. Also das Wort Ente. Ich bin 6 Jahre alt, möchte das Wort Ente schreiben suche mir jetzt ein Bild, das mit einem, oh Gott, ich suche mir ein Bild, dessen Wort ich aussprechen muss, dessen Bedeutung ich aussprechen muss und dessen erster Buchstabe mit dem Buchstaben anfängt, den ich suche. Das heißt, bei der Ente ist es dieses Jahr ein Esel, es ist kein Ä. Also ich gehe weiter und suche und lande dann bei den Äpfeln. Meine Ente beginnt, prima, Buchstabe gefunden, mit Ä. Hinten nach dem Enten suche ich ein N. Das heißt, ich finde es, kann man leicht finden, da gibt es nichts. Hier nochmal, ich muss hier kurz, das hat sich jetzt hinter mir versteckt. Das ist das Nest. Das wäre der zweite Buchstabe. Der Anlaut ist Nest. Das finden wir hier. Dann die Ente. Ente, ich spreche es wie Ente aus. Ente ist ein D. Ups, oh. Also ich suche hier eine Figur, ein Bild, das so ähnlich klingt, wie das so anfängt wie der Buchstabe, den ich suche. Das ist in diesem Fall ein Dinosaurier. Das D, 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 Ente ist das D. Hier drüben landet es an dritter Stelle. Die Ente haben wir jetzt schon da beim dritten und suchen wir noch das E. Das E ist leicht zu finden, es wird ausgesprochen wie Esel. Und da haben wir dann das komplette Wort Ente. Die Ente hat einen Lebensgefährten und der Lebensgefährte heißt, genau, das ist der Lebensgefährte. Nämlich nach demselben Prinzip, Erpel, da sind die Äpfel zum Erpel. Das R ist zu finden beim, wo haben wir das R? Ich weiß gar nicht, ich kenne ja das ABC nicht. Ich muss ja Rakete. Da ist eine Rakete. Also der Erpel hat ein weiches. Da suche ich mir mal der Erpel, das ist der Baum. Baum, der Erpel und das Erpel. Leiter. Hier ist eine Leiter, wenn ich das richtig, also das muss ich mir so zeigen hier. Das ist eine Leiter. Also das Kind hat das Problem, es muss den Gegenstand finden, der zu dem Buchstaben gehört, den es sucht. Das ist in diesem Fall hier die Leiter. Könnte natürlich auch was anderes sein. Auch eine Lampe oder was auch immer mit L anfängt. Also haben wir hier das Wort Erpel und Ente. Und nun viel Vergnügen. Indem Sie sich jetzt, ich möchte Ihnen jetzt kurz die Aufgabe stellen, stellen Sie sich doch einfach mal vor, welches Problem sich ergibt, oder machen Sie es einfach mal selbst, den Namen Jacqueline. Nach dem Prinzip der Anlauttabelle orthografisch richtig darzustellen. So rum, darum geht es ja, das ist ja das Prinzip, das ist ja das Ziel. Also Jacqueline, haben wir nicht. Sie würde eventuell bei der Schere landen. Das heißt, da haben wir das K, das C, das ein K ist. Computer wird sie vielleicht, möglicherweise wird es hier so landen, dass hier tatsächlich ein C geschrieben wird. Q, da ist jetzt das Problem. Ich muss einen Gegenstand finden, der mit Q beginnt, mit K.
Die Qualle, dieses hier, diesen Lampenschirm, wird kein Mensch als, auch kein Kind, mit all seiner Fantasie nicht als Wort identifizieren, das mit Q beginnt. Jedes Kind wird hier bei der Kerze bleiben. Das heißt, wir sind dann hier bei Jacqueline K. und so weiter. Und so geht es weiter. Also viel Vergnügen zu Hause. Benutzen Sie bitte die Anlauttabelle Ihres Kindes oder Ihrer Kinder. Oder schauen Sie nochmal im Internet, ob Sie eine andere Anlauttabelle finden. Achten Sie darauf, dass wirklich, wir haben immer nachgezählt, wir haben wirklich mehrere Anlauttabellen gefunden, in denen bis zu 4, 5 Buchstaben fehlten. Die Anwendung, also die erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Anwendung dieser Anlauttabelle und das Prinzip des Lesen durch Schreiben heißt die Methode, die leider falsch beschrieben ist. Also man lernt nicht das Lesen durch Schreiben. Vielmehr ist es so, dass geschrieben, also es heißt, schreib, wie du sprichst. Das ist dann das, was dabei herauskommt. Also hier wird die Anlauttabelle benutzt und es wird dann geschrieben, wie gesprochen. Das ist dann das hier, Jacqueline und Justin. Und versuchen Sie es mal herauszufinden, wie Sie selber dann Ihre moderne, zeitgemäße Orthographie entwickeln. Das Prinzip jetzt, diese weiterführenden Geschichte, schreib wie du sprichst, zeigen wir in einem weiteren Video. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.